In Hallein fand heuer wieder die Soccer Academy für Kinder statt. Ein Konzept, das Sport mit Englischunterricht kombiniert. Gerade im Fußball die Sprache, die Nationen verbindet. Beim großen Finalspiel vergangenen Freitag konnten die Kids ihr Können gegen die Mannschaft der Promis unter Beweis stellen. Wie schon im Training ging es beim Finale in der zweiten Woche der Soccer Academy buchstäblich heiß her. Doch trotz der Temperaturen am Fußballplatz des UFC Hallein wollten die Jungs und Mädels zwischen 8 und 15 Jahren zeigen, wie viel sie in der Woche gelernt haben und was alles in ihnen steckt. Den Anstoß zum Turnier dürfte dabei der ehemalige Salzburger Skirennläufer und Olympiasieger Thomas Stangersinger durchführen. Gleich zu Beginn überzeugten die Kids durch konstantes Pressing und brachten so den Torhüter der prominent besetzten Erwachsenenmannschaft ins Wanken. Resultat war die 1:0-Führung. Ja, im Endeffekt, sage ich mal, die Soccer-Akademie gibt es jetzt 17. Mal in Hallein. Und Roland Kurz, muss ich sagen, macht das immer sehr gut, weil er einerseits die Kinder zum Sport bringt, aber nicht nur den Sport, sondern Sport mit Bildung verbindet. Die Kinder lernen hier was, die Kinder betreiben Sport hier und ich glaube, das ist das, was das besonders macht. Und wir als Stadt Hallein unterstützen das natürlich. Beim Spiel ging es danach Schlag auf Schlag. Zuerst der Ausgleich der Promis, gefolgt von mehreren Toren der jungen Camp-Teilnehmer. So durften auch die Fans auf den Tribünen und auf der Ersatzbank einige Male jubeln. Doch die Gäste ließen sich nicht so leicht unterkriegen. Unter Anleitung ihres Coaches Robert Ibertsberger gelang ihnen sogar kurz vor Schluss noch der Ausgleich zum 7:7. Das Wichtigste war halt, dass der Spaß im Vordergrund gestanden ist, dass wir ja, sehr viele prominente Namen am Platz stehen gehabt haben. Und auf der anderen Seite war es auch wichtig, dass die Jungs einen super Abschluss haben für das ganze Camp. Und ich glaube, das hat sich ausgezahlt. War richtig lustig, war auch spannend wieder zu sehen, nach einer sehr anstrengenden Woche, wie viel Kraft die Kids eigentlich dann noch rausholen können aus ihrem Körper und die pressen wirklich noch alles raus und war wieder ein cooles Spiel. Den Spaß an der Bewegung merkte man den Kids auf alle Fälle an. Dabei hat die Soccer Academy, in der die Kinder zusätzlich täglich eine Stunde Englischunterricht bekommen, gleich mehrere Vorteile. Also ich glaube, dass die Akademie für Hallein, aber natürlich darüber hinaus für den gesamten Tennengau und für die Region einfach mittlerweile unheimlich wichtig ist, weil sie das herumgesprochen hat, weil die Menschen natürlich auch auf der Suche sind nach solchen Initiativen, wo sie diesen Rahmen haben, um Sport betreiben zu können. Gleichzeitig ist es auch eine Art der Kinderbetreuung für die gestressten Eltern, das muss man auch sagen, die sehr viel leisten haben müssen jetzt in der Pandemie. Und da eine gute Möglichkeit der Beschäftigung der Kinder zu haben, die nicht nur der Gesundheit, sondern vor allem auch dem Zusammenhalt, dem sozialen Gefüge dient, finde ich ganz großartig. Letzten Endes machten die Kinder das entscheidende Tor zu einem Endstand von 8:7. Die Freude über diesen gelungenen Abschluss des Turniers war dementsprechend. Und vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr für die Prominenten, den Sieg gegen die jungen Gegner einzufahren.